Meine Ausführungen knüpfen recht unmittelbar an das und die Überlegungen an, die ich in NTM neulich geäußert habe. Ich will aber heute das chronologische Feld vor allen Dingen und das sachliche Feld sehr viel enger fassen und dafür etwas präziser auf Quellenbefunde eingehen und die Art und Weise, wie ich glaube, dass man damit umgehen kann. Es geht um Quellenbefunde aus der Reichsstadt Nürnberg, frühe Neuzeit, noch nicht mal die schaffe ich also ganz, sondern ich bleibe in einem Zeitraum des späten 15. und des 16. Jahrhunderts. Worum geht's? Solche als historisches Problem, womit befassen wir uns eigentlich, wenn wir über Seuchen als historisches Problem sprechen? Was kann die Geschichtswissenschaft hier beitragen? Und ich fange immer ganz gerne mit Droysen an. Und der hat uns in das Stammbuch geschrieben, dass wir hin und wieder mal wieder ausgraben sollten. Meines Erachtens nach, das Gegebene für die historische Forschung sind nicht die Vergangenheiten, denn diese sind vergangen, sondern das von ihnen in dem Jetzt und Hier noch Unvergangene. Mögen es Erinnerungen von dem, was war und geschah, oder Überreste des Gewesenen und Geschehenen sein. Nach Droysen also, in meinen Worten, hat es die Geschichtswissenschaft mit Menschengemachten zu tun. Und ihre Aufgabe besteht darin, aus dem Menschengemachten auf den Menschen zu schließen. Eine Krankheit im Sinne einer naturwissenschaftlich definierten Einheit kann mithin kein historischer Gegenstand sein. Und auch keine Gruppe von Krankheiten, die man heutzutage definieren könnte. Das Gegebene, also unser Material, ist das, was unter mittelbarem oder unmittelbarem Eindruck über Krankheit geäußert wurde. Und dabei ist Äußerung weit. Das kann eine Kapelle sein, die gebaut wurde, ein Bild, was gemalt wurde, oder ein Text, der geschrieben wurde, was natürlich die Hauptsache der Quellen ist, die ich hier mir angesehen habe. Seuche bezeichnet im Folgenden also ein soziokulturelles Phänomen. Und da ich Historiker bin, dies in chronologischer Abgrenzung. Ich gehe also erst einmal unbesehen davon aus, dass sich das zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Umfeldern etwas anders verhalten hat. Seuche ist damit im Wesentlichen ein Problem und eine Fragestellung der Kommunikationsgeschichte. Im Wesentlichen werden Seuchen kommunikativ konstituiert als mittelbarer Kommunikationsgegenstand, also das, worüber geredet wird. Zum Beispiel darüber, dass man sich Vorstellungen bildet und Theorien bildet von der kommunizierbaren und kommunizierten Krankheitsmaterie, also Vorstellungen von Ansteckung und Infektion sich macht. Hier habe ich in einer zweiten Ebene natürlich die Frage der Rezeption und der Plausibilisierung. Wie kann zum Beispiel ein fachwissenschaftlicher Diskurs über Krankheitsmaterie auf dem Weg von einem Körper in den nächsten so plausibilisiert werden, dass sich für Leute, die nicht dieses Fach studiert haben, dafür aber mit der Leitung der Gemeinwesen, etwa als Politiker oder aber auch als Geistliche betraut sind, dass die das rüberbringen in einer Art und Weise, dass sich die Menschen das auch zu eigen machen und dem folgen. In der Politik kann solche Kommunikationsgegenstand werden, wenn im Zuge der Rezeption von solchen Theorien und gegebenenfalls auch der Bildung eigener Theorien, die Interaktion
der Menschen untereinander generell reorganisiert wird, mit dem Ziel, eben das Kommunizieren der Erkrankung, das Wandern der Erkrankung von Körper zu Körper auszuschließen. Und hier sind wir immer noch in einem Zusammenhang, der kommunikationsgeschichtlich interessant ist, wenn wir uns die Fragen nach Folgsamkeit, Resistenz und Renitenz schaffen. Wir kommen dann in einer breiteren gesellschaftlichen Ebene zu einem Zustand, in dem zumindest gefordert wird, der Verzicht auf zentrale Sozialisationsinstanzen, nämlich die Anwesenheitskommunikation. Und damit kommen wir in einen Modus der Krisenkommunikation. Wir sind in einem Modus, in dem das Leben nicht ist, wie es vorher war und vor allen Dingen nicht so ist, wie es gewünscht wird. Wir haben also eine Krisenwahrnehmung, die nicht nur von dritter Seite kommt und die Kommunikation, das, was ich über meine Welt und Umwelt sagen kann, sehr stark beeinflusst. Und damit hätten wir auf einer Kulturebene, um das kurz zu beenden, solche als einen kommunikativen Krisenmodus oder einen Modus der Außergewöhnlichkeit, der im Wesentlichen kommunikativ hergestellt wird, jedenfalls kommunikativ hergestellt wird, insofern, als das, was nicht kommunikativ hergestellt wurde, sagen wir vor 500 Jahren, für uns als Historikerinnen und Historiker nicht mehr wirklich fassbar ist. Das Besondere nun bei der Seuche ist, dass sie die ganze Zeit in all diesen verschiedenen Diskursen als unmittelbarer Kommunikationsgegenstand mehr oder weniger sicht- oder unsichtbar mitkommuniziert wird. Das heißt, die Seuche ist eine Erkrankung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ihrerseits kommuniziert wird. Es ist eine Erkrankung, die nicht einfach nur Einzelne betrifft, sondern die Gruppen betrifft, und zwar solche, die unter Bedingungen der Anwesenheit miteinander kommunizieren. Das heißt, da, wo zwei oder drei, in wessen Namen auch immer, zusammen sind, kommuniziert die Seuche als unsichtbares Drittes immer mit. Und damit komme ich zu dem Titel: Anwesenheit unter ansteckenden Seuchen sind also historisch gesehen ein Umstand, der auf die Frage verweist, wie reagieren Menschen auf den Umstand, dass während ihres Beisammenseins ein gefährliches und unbekanntes Drittes anwesend ist und ausgetauscht werden kann. Dies ist natürlich von bis dahin erst einmal überzeitlicher Bedeutung annähernd. Das betrifft uns genauso wie Menschen vor sehr langer Zeit, ist aber noch einmal dramatischer, wenn ich gesellschaftliche Formate vor Augen habe, in denen Kommunikation unter Anwesenheit formative Bedingungen dieser gesellschaftlichen Form überhaupt ist. Und das ist der Teil, den ich als Voraussetzung meiner Überlegungen bei Rudolf Schlögel geklaut habe, auf den ich abschließend noch einmal zu sprechen komme. Wir haben als relativ typische Form der Krisenkommunikation natürlich immer das Motiv, ja, dann hau doch einfach ab. Oder in der schönen Formulierung des 15. Jahrhunderts, hier nach Hans Volz, Fleuch palt, Fleuch fair, komm wieder Sport, das sind drei Kräuter in der Not. Nur, es ist völlig klar, dies kann überhaupt gar kein Rezept sein, was für alle gelten kann. Denn die Idee dahinter wäre nichts anderes als die Auflösung von Soziabilität überhaupt.
Es können nicht alle einfach nur fliehen. Dieses Fliehen müsste einen Ort haben, wohin, und da treffen sich dann wieder mehrere. Und diese Probleme sind relativ umfangreich auch behandelt, aber sie machen es sehr klar. Schon Foltz schränkt das gleich ein, dass eben nicht jeder fliehen kann, und die, die nicht fliehen könnten, die mögen ihr Haus bewahren und den bösen Luft heraustreiben. Hans Foltz war Arzt, Wundarzt, handwerklich ausgebildeter Arzt. Und das macht ihn hier auch lokal gewissermaßen von erheblichem Interesse, ein früher Meistersinger. Einer seiner Nachfolger und vielleicht der berühmteste Meistersinger überhaupt war auch ein Handwerker, wenn auch kein Heilkundiger, kein Arzt oder Wundarzt, sondern Hans Sachs. Auch Hans Sachs hat in seiner Dichterei sich verschiedentlich mit der Pest befasst. Er hat sich der schwierigen Aufgabe unterzogen, noch 1562 eine ganz frische neue Pestordnung gleich in Reimform zu gießen. Und diesem Text hängt er an, einen Dialog über die Flucht vor der Pest. Und da zeichnet er relativ deutlich auch, warum das nicht geht. Denn ich kann nicht einfach für eine Zeit lang außer dem Haus bleiben, denn das, was ich da treibe, ist, wenn ich nach unbestimmter Zeit zurückkomme, mutmaßlich verloren. Hier geht es um einen Handwerker, also das Umfeld, was Sachs vor Augen hat, hat dieweil seine Kundschaft verloren, ist ihm manch Schuldiger gestorben, jener entlaufen, der verdorben, ein anderer hat ihm viel enttragen, verhaltene Ware hat abgeschlagen, sein Handel stellt sich zum Abnehmen. Denn hebt sich Griesgrammen und Grämen, dass mancher wird vor Sorgen krank, nimmt auch einen tödlichen Ausgang. So leicht also ist der Seuche nicht zu entfliehen. Welche Modi der Krankheitsübertragung kommen überhaupt in Frage? Mir ist erst einmal wichtig, dass ein expliziter Gegensatz zwischen Miasma, also ein immateriell vorgestellte Beschaffenheit einer krankheitserzeugenden Luft, und Contagium, eine eher materiell vorgestellte Eigenschaft von Teilchen, die Krankheiten erzeugen können, für das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit in dieser Formulierung keine Rolle spielen. Insbesondere das Wort Miasma ist mir aus den Quellen erst im 18. Jahrhundert überhaupt bekannt geworden. Und von daher halte ich die Rede von einer Miasmentheorie für das Spätmittelalter oder die frühe Neuzeit eher für irreführend als erhellend. Was ich habe in den Quellen, nur als kurzes Beispiel, ist ein Verweis auf die Luft, die vergiftet ist, schon im 16. Jahrhundert oder auch im 15. Jahrhundert schon. Die ausdrückliche Rede von einem Contagium und die Vokabel Infektion in verschiedenen Formen, auch als Infizieren und so weiter. Und speziell dieses Contagium, also eine eher materiell konzipierte Form von Materie, die Krankheit übertragen kann, spielt bei den Lasseisen der Wundärzte eine riesige Rolle. Plausibilisiert nicht zuletzt auch in kriminalistischen Kontexten. Es gibt Gerichtsverfahren, wo ein Badergeselle angeklagt wird, vorsätzlich sein Lasseisen seinem Kollegen gegeben zu haben, und zwar ein vergiftetes Lasseisen, um diesen eben dann in einen Konflikt mit dem erkrankten Kunden zu bringen.
Also das vorsätzliche Vergiften und Erkranken ist für städtische Gerichte schon des frühen 17. Jahrhunderts ganz plausibel und damit also weit weg von der ärztlichen Spezialliteratur plausibel. Man kann das ganz gut sehen, auch wenn man sich bei Zedler in der großen Enzyklopädie die Artikel Contagion, Infektio und Miasma anschaut, dass die kaum unterschieden sind, insbesondere dass Miasma ein Konzept ist, was in der Mitte des 18. Jahrhunderts in der Frühaufklärung noch nicht ausformuliert ist. Lassen Sie uns nun ein paar Stücke anschauen, die ich dann später in einen größeren Zusammenhang bringe. Ich möchte anfangen mit einem Stück, das kommt aus dem Ordnungsbuch der Sondersiechenstiftung St. Sebald auf dem Kirchhof in Nürnberg. Alle diese Quellen sind Nürnberger Quellen, was den Vorteil hat, dass sie sich in mancherlei Hinsicht auch aufeinander beziehen beziehungsweise einen gemeinsamen Diskurs bezeichnet. Da heißt es ganz am Anfang, da verhänget unser lieber Herr Jesus Christus, dass die Leute sturben und etliche, die lagen in ihren Haupten, sann sie sinnlos wären und hätten nicht Vernunft. Danach erlaubet der Rate wieder, dass man die armen Sundersiechen wieder einsold lassen zu den osterlichen Zeiten, die 3 Tage in der Marterwoche. Alsbald das geschah, da horet der Sterb und der Porzel auf. Das sind die allerersten Zeilen eines Ordnungsbuches, was versucht zu klären, wie man sich in Nürnberg zu verhalten hat im Zusammenhang mit dem Sondersichenalmosen, eine ziemlich besondere Veranstaltung, in der innerhalb der Reichsstadt über gut 150 Jahre mehrere hundert, zum Teil mehrere tausend Leprose mitten in der Stadt auf dem Kirchhof St. Sebald versorgt wurden. Eigentlich ein ungeheuerliches Geschehen und tatsächlich ist genau das die Geschichte, die hier erzählt wird in der Ordnung, dass der Rat der Stadt noch in den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts befunden habe, das gehe so nicht. Man könne nicht einfach arme Bettler, die zudem noch leprakrank sind, einfach in die Stadt reinlassen und 3 Tage lang in verschiedenster Form versorgen. Durch Nahrung, durch Getränk, durch Kleidung, aber natürlich auch geistlich versorgen. Und der Rat verbietet das also und daraufhin bricht diese Seuche aus, der Porzel, und er endet erst, nachdem der Rat ein Einsehen hat, die vor den Toren wartenden Leprosen dann doch einlässt, und dieser Porzel tritt in der Folge für 150 Jahre nicht mehr auf, weil man nämlich die Sondersiechen, die Leprosen einlässt. Die Lehre Nummer 1 ist, dass wir natürlich eine Vorstellungswelt haben, wo eine göttliche Macht Einfluss relativ konkret darauf hat, was auf der Erde passiert und das natürlich auch in Sachen Gesundheit und Krankheit, die man hervorziehen kann, wenn ansonsten die Erklärungen schwer zu plausibilisieren sind. Aber was hier auch passiert, ist, dass eine Erkrankung genannt wird, eine Seuchenerkrankung, nämlich der Porzel, über die sich die Geschichtswissenschaft bisher noch recht wenig Gedanken gemacht hat. Und mein erstes Plädoyer hier, wenn wir Seuchengeschichte betreiben, insbesondere Seuchengeschichte der Vormoderne, dann müssen wir uns die Krankheiten anschauen, die in der Vormoderne für gefährlich
und eine große Zahl von Menschen betreffend anschauen müssen, selbst dann, wenn wir keine vernünftige Erklärung nach unserer Medizin davon haben. Mir fehlt die große Arbeit über die recht fürchterliche Seuche, die in nürnbergischen Quellen als Kreuz in die Kleider gefallen auftaucht, und zwar häufiger. Das ist nicht nur ein oder zweimal, das ist mindestens ein halbes Dutzend Mal. Da werden große Zahlen von Toten genannt. Und da haben wir genau dieses soziokulturelle Phänomen Seuche in der Kommunikation. Das passiert nicht nur in Nürnberg, das findet sich auch in anderen chronischen Aufzeichnungen im städtischen Bereich. Und wenn wir sagen, wir gucken uns nur die Sachen an, wo wir glauben, wir hätten die bessere Erklärung als unsere Quellenzeugnisse, dann ist das historisch gesehen letztlich sogar unwissenschaftlich. Ein zweites Stück, ich bin wieder bei Hans Volz, da wo wir vorhin draus gehört haben, das Zitat, man möge schnell, weit fliehen und dann erst spät zurückkommen. Und es ist ganz dumm, oder es wäre ganz dumm, Volz auf diesen drei Zeilen mit der Fluchtempfehlung zu beschränken. Sondern natürlich sagt er, dass es sich hier um ein Geschehen in den Körpern handelt, nämlich eine Zerstörung der zarten Leiber, die vergiftet seien innerlich und wo die Komplexion im Inneren zerstört ist. Die Ärzte sind also zuständig. Es geht nicht darum zu sagen, also hier hat der liebe Gott irgendwas auf die Menschen geworfen und wir fliehen und schauen in irgendwelche Gebiete zu kommen, wo die Menschen weniger sündlich sind. Darum geht es nicht. Das ist immer nur ein erster Schritt. Und zweitens wäre eben auch ganz klar, und so sagt Volz, wenn Gott diese Krankheiten, und zwar alle Krankheiten, einfach so als sein unmittelbares Zeugnis auf die Welt geworfen hätte, wozu hätte er dann die Arznei erfunden und wozu hätte er die Ärzte in die Welt gesetzt? Es geht also darum, zu entdecken, wo, an welchen Stellen die körperlichen Veränderungen sind und das zu vermeiden. Und was ich hier im Bild habe, ist das Titelblatt dieser Publikation, und die ist eben sehr aktiv. Das ist das Aufstechen einer Pestbeule durch einen Wundarzt. Das ist natürlich zum einen Teil der Auseinandersetzung zwischen Wundärzten und universitären Ärzten und hier eben die Hypothese, der Wundarzt, der kann was machen, während der Universitätsarzt kann eigentlich nur klug daherschwafeln, der wird euch nicht helfen. Auch in diesem Teil der Auseinandersetzung ist das natürlich wirksam, aber es geht darum, die Medizin insgesamt kann helfen und sie wird auch helfen, wenn sie klug angewandt wird. Wir haben also überhaupt keine Passivität im weiteren Sinne. Ich habe nochmal einen ganz neuen Quellengattung, auch in einem kurzen Text. Das ist die Stiftungsurkunde des nürnbergischen Pestlazarettes, des Sebastian-Lazarettes. Sie sehen es in dem Bild ganz unten rechts, das Haus. Sie sehen es außerhalb der Stadt. Was Sie links oben im Rand dieses Bildes sehen, ist das Stadttor. Dabei ist zu bedenken, dass diese Abbildung, diese Karte nicht genordet ist. Dieses Lazarett findet sich nicht östlich, sondern westlich der Stadt Nürnberg, wenn Sie das auf einer neuen Karte nachvollziehen wollten. Klar ist, es ist ein festes Haus. Klar ist, es ist außerhalb der Stadt. Und zwar
an dem Wasser, der Pegnitz, flussabwärts. Also das, was aus diesem Haus in die Pegnitz kommt, wird weiter weggeschwemmt, nicht in die Stadt rein, jedenfalls nicht in die Stadt Nürnberg, sondern weiter nach Fürth. Und er formuliert da, warum er das machen will, dass er sich also vorgestellt habe, ein großes Almosen zu stiften. Die Summe ist in der Tat bemerkenswert. Vor dem Gott, der allmächtig in der vergänglichen Welt am meisten als durch eine vernünftige Kreatur geehret wird, die im Leben zu enthalten sei. Und nun habe er sich zu Herzen genommen, als vernünftige Kreatur, denn nur die vernünftige Kreatur kann sinnvoll Gott ehren, und das ist vorreformatorisch im Übrigen, dass nämlich aus der Verhängnis des allmächtigen Gottes, also im Vollzug des göttlichen Willens, durch die Wirkung der Körper des Himmels, das sind die Planeten, sich in diesen Landen die Vergiftung des Luftes und damit die Regierung der Pestilenz begeben, als sich dann gemeiniglich in 10 oder 12 Jahren ungefähr einmal ereignet in dieser loblichen Stadt Nürnberg. Ich fange also einmal unten an. Das passiert tatsächlich sehr, sehr regelmäßig. Das heißt für uns, wenn wir den Schwarzen Tod 1347 bis 49 einmal abhaken, dass wir dann für 400 Jahre eine Periode etwa haben, bis ins frühe 18. Jahrhundert hinein, wo zumindest die städtische Bevölkerung in ganz Europa von Marseille bis Stockholm alle etwa 10 bis 15 Jahre tatsächlich leiblich die Erfahrung eines Pestzuges macht. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung, die wir dann haben, als die dieses einmaligen Schlages des Schwarzen Todes in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Wir haben es also, wenn wir über die frühe Neuzeit, reden, haben wir es mit Pestüberlebenden zu tun. Immer. Und zwar, wenn sie halbwegs erwachsen sind, üblicherweise Menschen, die schon 2 oder 3 Mal die Pest überlebt haben. Die wissen, wovon sie reden. Damit ist aber völlig deplausibilisiert auch, dass das jedes in jedem einzelnen Fall als göttliche Strafe einzeln so verhängt werden könnte. Unmittelbar hängt dieses Geschehen mit der Vergiftung des Luftes zusammen. Das Maskulinum ist hier übrigens ganz typisch, denn es geht um ein Konkretum von Luft. Nicht die Luft überhaupt, wie sie chemisch, physikalisch zusammengesetzt ist, sondern der Luft in Nürnberg kann eben ganz anderer sein als der Luft in Magdeburg oder aber Köln und erst recht als in Paris. Und giftig in dieser konkreten Form im Maskulinum der Luft ist ja nur in einem bestimmten Bezirk. Das ist erst einmal eine vergleichsweise plausible Erklärung des allgemeineren Umstandes, dass mehrere Leute gleichzeitig erkranken, auch solche, die sich unter Umständen nicht gesehen haben, denn das ist das Einzige, was sie miteinander tauschen. Dass die veränderte Planetenbewegung verschiedene Veränderungen des Luftes zur Folge haben kann, ist weder beweisbar im engeren Sinne, noch ist es aber eben unplausibel. Und den Zug etwa von Gewitterwolken und die Art und Weise, wie sich dieser Luft auch über sehr große Entfernungen bewegen kann, der ist durchaus bekannt. Und damit ist man in der bequemen Situation von der Logik. Und wir haben hier eine absolute Laienlogik. Also das ist weder ein Priester noch ein Arzt, sondern ein reicher Mensch, der bereits auf sein Ende hinsieht und eine große Stiftung macht.
Wir können nun einfach den allmächtigen Gott an beliebiger Stelle an erste Position tun. Als prima causa, da kann keiner was gegen sagen. Das behindert aber überhaupt nicht, dass sich unterhalb dieser prima causa auch sehr detailliert noch argumentiere. Dieses hier ist nun ein politischer Text. Es ist ein Regiment der Stadt Nürnberg. Es ist das erste in großer Auflage gedruckte. Das heißt, hier geht es um die nürnbergische reichsstädtische Notbremse, die da 1520 gezogen wird, nachdem die Erfahrung mit der Pest schon keine ganz kurze mehr ist. Und die Empfehlung ist wenig erstaunlich: in diesen Läuften seien die Versammlungen und Gemeinschaften der Menschen hoch zu fliehen, dann welcher kann die vergiften von den gesunden Sündern? Welcher will auch nicht glauben, dass ein Vergifter oder Kranker durch sein Beiwohnung, als wir zu viel mal gesehen und die Erfahrenheit unwidersprechlich Anzeigung gibt, vergiften mag? Dann dies ist insonders eine Krankheit, die vor anderen Seuchen ein Menschen von dem anderen mehr dann von dem vergiften Luft berührt und ankommt. 1520 sagt der Rat der Stadt Nürnberg also, vergifte Luft, schön und gut, das mag am Anfang da sein. Was uns aber wirklich Sorge macht, sind die Versammlungen und Gemeinschaften der Menschen, denn hier haben wir es mit einer Krankheit zu tun, die anders als andere Krankheiten ein Menschen von dem anderen berührt und ankommt. Es geraten damit aber eben auch Körper in Bewegung. Wir haben hier einen Auszug aus der Chronik von Wolf Neubauer, die in Nürnberg deswegen so beliebt ist, weil sie zu jedem der kurzen Einträge ein relativ großes Bild, also etwa genauso großes Bild hat. Der Text zu diesem Bild ist: Anno 1562, ja, starb es gewaltig zu Nürnberg, dass kein Mann gedacht. Es flohen die reichen Leute alle aus der Stadt, darinnen sturben 10.345 Menschen, den allen Gott die frohlich Auferstehung gibt. Was hat dieses Bild damit zu tun? Es ist ein Eintrag, der sich auf die in der Tat große Pest im Jahr 1562 bezieht in Nürnberg, dass in diesem Jahr 10.345 Tote bestattet wurden, ist gezählt. Diese Listen liegen mehr oder weniger vor. Und was der Rat neu eingeführt hat, ist diese Krankenträger und die Krankenstühle. Die sind in großer Zahl angeschafft worden. Das ist einem Leser und einer Leserin des 17. Jahrhunderts absolut sofort eindringlich. Dieses Bild sagt: der Rat tut was für uns, der kauft diese Stühle, der stellt diese Träger ein und der organisiert den Transport der Erkrankten in das Lazarett. Es handelt sich hier tatsächlich um den Transport einer lebenden Person. Bei Verstorbenen ist es nicht möglich, die sitzend zu transportieren. Und das ist ganz offensichtlich ein Stuhl. Wir haben hier einen weiteren kommunikativen Aspekt, der mit der Seuche eine ganze Menge zu tun hat. Denn das Anschauen der kranken Person führt zu einem Schrecken, der hoch gefährlich ist. Deswegen gibt es auch besondere Bestimmungen, wie sich diese Krankenträger zu bewegen haben. Denn die Vorschrift ist, dass sie keineswegs den kürzesten Weg von der Wohnung
der erkrankten oder verdächtigen Person in das Lazarett wählen, sondern dass sie den kürzesten Weg von dem Ort, wo sie die erkrankte Person aufgreifen, zur Stadtmauer wählen und dann für den außerhalb der Stadtmauer eben diese Person ins Lazarett bringen, damit sie gerade nicht mitten durch die Stadt laufen, durch gegebenenfalls die belebtesten Plätze. Diese Vorstellung von Maskierung ist also sehr typisch. Und wir haben hier gerade diese Vorstellung, dass damit insbesondere die Leute, die das sehen, geschützt werden. Wir haben also ein Kommen, Bleiben und Gehen. Und das hat mit einem weitgehenden Programm der Ein- und Ausschließung zu tun, die sich in solchen Zeiten ergeben. Das Erste, was passiert noch im 15. Jahrhundert an obrigkeitlicher Verordnungspolitik, ist, das Stadttor zu schließen für Leichen, die aus den Vororten nach Nürnberg gebracht werden, um da auf den Kirchhöfen bei den großen Kirchen bestattet zu werden. Das Zweite ist dann, dass auch die Erkrankten nicht mehr eingelassen werden, die natürlich in der Stadt Nürnberg erstens die bessere Möglichkeit haben, Ärzte zu finden oder zweitens Versorgung, wenn die Familien oder so gestorben waren. Und die werden dann auch nicht mehr eingelassen. Schließlich in den 1520er Jahren werden die Kirchhöfe aufgelöst und vor die Tore der Stadt an die alten Leprosorien gelegt, wo sie heute noch sind. Wir können also das, was an Kommunikation und Bewegung da passiert, relativ weitgehend in Termini der Einschließung und Ausschließung fassen. Und wir haben in all dem natürlich immer eine soziale Schranke. Denn um hier noch mal kurz auf den Text einzugehen, die reichen Leute flohen alle und es starben 10.345 Menschen. Das können dann nicht die Reichen gewesen sein. Kommunikation unter körperlich Anwesen kommuniziert also ein unbekanntes Drittes, was bedeutet, Erkrankte sind gefährlich für Gesunde. Wir können aber die Vergifteten, die vielleicht noch nicht manifest erkrankt sind, von den Gesunden nicht unterscheiden. Wer kann die vergiften Sündern, war mein zweites Textbeispiel. Das ist vorerst nicht machen. Ich soll aber die Vergifteten wie die Erkrankten behandeln. Und ich habe damit in allen diesen Infektionstheorien die Umkehrung des Fürsorgegebots. Wenn ich klassisch also ein Fürsorgegebot für Erkrankte habe, habe ich nun eine Schutzpflicht der Gesunden vor den Infizierten. Wenn ich das nicht unterscheiden kann, also ich kann infiziert und erkrankt nicht unterscheiden und ich kann infiziert nicht unterscheiden, dann ist damit die Differenz gesund-krank, die gesellschaftliches Leben im kompletten Fürsorgebereich relativ weitgehend regeln kann und damit aber auch die Frage von Natur und Kultur weitgehend in Frage gestellt. Der vergiftete Körper als Kommunikationsmedium, und damit bin ich jetzt endlich bei Rudolf Schlögel, der versucht hat, die Gesellschaft der frühen Neuzeit in ganz besonderer Form als eine Gesellschaft der Anwesenden zu formulieren. Die Zitate habe ich jetzt aus etwas anderen Texten, weil er in diesem Buch sehr gründlich und üblicherweise recht lang formuliert. In den Aufsätzen, die ich hier zitiere, haben wir es etwas knapper,
und knapper als das, was ich jetzt hier drauf habe, wird es aber nicht. In der sozialen Welt der Bedeutung und des Bedeutenden ist der Körper in zweifacher Weise vorhanden. Als präsenter Körper kann er medialer Zeichenträger sein. Als bildlich oder sprachlich repräsentierter Körper ist er ein Medium, in dem Kommunikation ein Thema findet und so diskursive Kohärenz gewinnt. Präsente Körper werden als informationsspeichernde Schreibfläche genutzt oder bringen als performative agierende Körper Bedeutung hervor. Welche von beiden Möglichkeiten sich in Kommunikation jeweils aktuell realisiert, hängt ab von den Beobachterverhältnissen und den Zuschreibungen, die sich in ihr aufbauen. Und meines Erachtens fehlt hier der für die Geschichte der Seuche entscheidende Aspekt, der dann ein dritter Aspekt wäre, dass dieser Körper als Kommunikationsmedium, auch wenn er kein Zeichenträger ist, eine Form, eine Information überliefert, nämlich die Krankheit. Das wäre im Wortsinne informieren, wenn diese Krankheit mitgeteilt wird. So haben wir es bei Zedler im 18. Jahrhundert formuliert, die dann diesen anderen Körper verändert, formiert. Ohne dass wir es dem ersten Körper ansehen können. Und das macht diese Kommunikation eben noch einmal besonders gefährlich. Und ich komme dann auf die zweite Frage, die hier dann aufgeworfen wird. Soziale Ordnung, schreibt Schlögel, kann sich auf Dauer mit dem Körper nur arrangieren, wenn es gelingt, die osmotische Zone zwischen Wahrnehmung und Kommunikation im Bedarfsfall auch abzudichten. Im Zusammenhang mit Seuchen aber wäre zu fragen, ob sich die soziale Ordnung mit dem Körper arrangiert oder ob nicht vielmehr die soziale Ordnung ein Arrangement der Körper darstellt. Zu fragen wäre dann, evoziert Seuchenpolizei als ein Arrangement der Körper, als ein renoviertes Arrangement der gefährlichen und ungefährlichen Körper eine neue soziale Ordnung? Und welche Rolle spielt dann das infektiöse und unbekannte Dritte bei der Störung dieser osmotischen Zone zwischen Wahrnehmung und Kommunikation, die Schlögel anspricht? Haben wir es mit Strategien der Abdichtung hier zu tun oder tatsächlich mit der Erneuerung der sozialen Ordnung, dann aber offensichtlich einer langfristigen? Volker Reinhardt hat in seinem Buch, und das sind meine letzten Sätze in diesem Vortrag, Die Macht der Seuche, ja den optimistischen Schluss gezogen, dass, wenn man sich die große Pest anschaut, und zwar eben eingeschränkt auf den schwarzen Tod in der Mitte des 14. Jahrhunderts, dass wir uns wenig Sorgen machen müssten, diese habe nämlich die Welt recht wenig verändert. Das mag sein, dass sich das ganz anders darstellt, wenn man das über große Zeiträume sich anguckt. Denn ich denke, dass letztlich die Pest und der Umgang mit Seuchen ein Thema ist, was wir nicht auf den schwarzen Tod und die Mitte des 14. Jahrhunderts beschränken sollten. Gleichwohl finden sich dann auch immer sehr optimistische Töne in unserer Pestliteratur, dies wieder aus Volz, den ich inzwischen meinen Freund nenne, der uns sagt, so freut und wollust, wo du bist. Und das ist das, was ich Ihnen für den Rest des Abends, der Woche und die nächste Zeit wünsche. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.